Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir haben Freitag, den 4. Mai 2018. Der wichtige Wochenschluss steht an. Gebildet wird dieser durch den US-Arbeitsmarktbericht heute 14.30 Uhr. Und fast noch wichtiger sind die Verhandlungen zwischen China und den USA, die heute in eine finale Runde gehen zum Handelskonflikt. Gestern haben zwei Worte ausgereicht, ziemlich positiv für Gespräche. Das war bei der ersten Runde der Gespräche, um den Dow nochmal vom Dow Jones nochmal vom GT 200 hochzukaufen. Mal gucken, ob diese Worte auch heute noch Gehör finden am Ende der Gespräche. Das wird sehr wichtig. Positiver Ausgang. Das dürfte der US-Markt oberhalb vom GT 200 ins Wochenende gehen. Negativ. Und man könnte mit großen Verkaufssignalen die Woche beschließen. Also das wird heute noch sehr entscheidend. Aber zuerst durfte der US-Arbeitsmarktbericht 14.30 Uhr im Blick stehen. Zuletzt wurden die Wirtschaftsdaten selten aufgekauft. Und beim DAX, der hat gestern abwartend agiert, nachdem er vorgestern im Alleingang einen Anstieg hingelegt hat. Gestern nur der Inside Day, der aber durchaus erwartet war, ohne neues Signal zu erzeugen. Der erste Support wurde verteidigt. Heute schauen wir mal direkt mal zum DAX-Monatschart, denn der Mai hat ja begonnen. Und daher auch nochmal der Blick zum Mai. Der hier oben, hier ist die Mai-Kerze, hier ist die April-Kerze. Wir hatten ja Stabilisierungstendenzen in den letzten drei Kerzen und haben nochmal einen Hochpunkt ausgebildet. Interessant finde ich auch den Blick zum RSI, der hier sehr konform läuft. Hatten wir, wann wurde das? Juli 2016, ein ähnliches Bild. Um dann nochmal eine Schwächephase überzugehen. Ich bin gespannt, ob dies passiert. Das dürfte dann aber erst im Juni passieren. Mal gucken. Ich zoome mal hinein. Was ich sehr interessant finde. Wir haben das Retracement bei knapp 440. Das 23,6er Retracement. Wir haben es nahezu punktgenau getestet. Da belegt man sich natürlich im regulären Handel. Wann war denn das? Haben wir doch gar nicht gesehen. Ja, wir hatten einen Feiertag und am Feiertag hatte der Future offen. Und da hat er diesen Pullback hingelegt, zu diesem Retracement hier. Da fragt man sich manchmal, was für Mächte hier am Werk sind. Also da hat diesen Rücksetzer hingelegt, der so wichtig war. Ich hatte das im Ausblick gesagt, dieser Rücksetzer wird sehr, sehr wahrscheinlich im Mai, dass wir dort auf alle Fälle hinlaufen. Und der hat das einfach gemacht, wenn der reguläre Handel gar nicht offen ist, ne? Sondern nur der Future. Das finde ich sehr interessant. Und so musste der reguläre Handel das gar nicht nachbilden. Der startet gleich 100 Punkte höher. Also manchmal, da möchte man gerne mal wissen, welche Mächte da im Hintergrund arbeiten. Also diesen Pullback hat er ausgelöst, bleibt weiter der wichtige Widerstand auf monatlich 440, darunter direkt der Eintrieb in Richtung mittlerer Bollinger-Band knapp 250. Aber es passt durchaus auch zum Bild hier dieser SKS-Formation. Und wenn wir den RSI dann unten noch sehen, könnte es dann quasi erst im kommenden Monat dann wieder eine Schwächeperiode eintreten, so wie das hier drüben war. Gut, da nur kurz dazu, so ein Monatschart, ein ganz großes Bild wollte ich jetzt nicht auspacken, aber der Start war jetzt so interessant, war mit dem Feiertag und dem Pullback genau, fast punktgenau abgearbeitet, ohne dass die eigentliche Börse offen hatte. Tja, das wollte ich euch noch kurz zeigen, aber wir zoomen jetzt aber direkt mal rein in den DAX-Wochenstart von dieser Woche. Ich zoome euch das mal richtig so recht. Gut, die linke Schulter hatte Ausmaße von 8,30 bis 9,50, hatte ich gestern auch schon erwähnt. 9,50 wäre ein bisschen unnormal, weil die Ausmaße der rechten Schulter ziemlich hoch wären. Wir sind ja allgemein etwas versetzt mit der 8,30, haben jetzt den unteren Part der linken Schulter getestet. Eigentlich reicht das hier auch. Je höher wir laufen, desto unwahrscheinlicher wird die Formation, desto mehr Morgenluft, sag ich mal so, bekommen die Bullen. Denn der Test Richtung 9,50, dann noch ein kleiner Spike und die SKS wäre schon zerstört. Und dieser Kampf läuft aktuell. Ich hatte euch aber auch gesagt, dass das große Problem die US-Märkte darstellen für den DAX, der jetzt getrieben worden ist, hier sechsmal in Folge, hat er sechs grüne Wochenkerzen hingelegt, sechs grüne Wochen hintereinander am Stück. Könnte irgendwann auch mal genug sein. Und der US-Markt gestern knapp der GT 200 verteidigt, aufgrund von zwei kleinen Worten, die heute mal Bestätigung finden müssen. Ne? Also es reicht ja nicht nur so, alles ist super gelaufen, wir hatten schöne Gespräche, vielleicht hat der Tee bloß geschmeckt, man weiß es nicht. Aber man ist inhaltlich nicht vorangekommen. Das wird sich heute zeigen müssen. Gestern wurde eingepriesen, schon leicht, dass alles gut gehen wird. Das ist die Frage. Man hat von außen hat nur harte Worte gehört zum Handelskonflikt. China möchte nicht klein Bein geben und Trump erst recht nicht. Und innerhalb von zwei Tagen möchte nun alles gelöst werden. Puh, mal gucken, man darf gespannt sein. Gerade zum Wochenschluss, sehr wichtiger Impuls. Also wenn man die GT 200 zum Wochenschluss verlassen, dann kann es am Montag heftig werden für den US-Markt. Jetzt müssen wir aber nun abwarten, was nun von
ein Impuls gesetzt wird. Bleibt mal beim DAX, der nun seine sechste grüne Woche hinlegen wird. GDX 200, der ist mittlere Bollinger bei 6,25. Wichtige Zone wieder 6,60. Also untergeordnet und übergeordnet hier im Wochenchart und im Tagesschau ist die Zone 6,25, 6,60 sehr wichtig. Darunter könnte der Gipfel dann komplettiert werden. Oberhalb der 59 eine Aufhellung. Gucken wir weiter in den DAX. Tagesschart hier im Cetra-Tax dargestellt. Ich hatte euch gestern gesagt, es wäre typisch für die aktuelle Marktphase, wenn man nach der Aufwärtsbewegung von vorgestern, wo der DAX ganz alleine nach oben marschiert ist, keine Fortsetzungskarte sehen, wie man sie im Bullenmarkt normalerweise erwarten würde, sondern nur ein Inside-Day, also dass die Tageskerze innerhalb der Vortageskerze ausgebildet wird. Und schlicht und ergreifend haben wir nichts anderes gesehen, keinen neuen Hochpunkt. Und hier die 660, beziehungsweise 665, um genau zu sein, Retracement und GD200 wurde punktgenau getestet und verteidigt. Oberhalb des Widerstands geht es im Zweifel nach oben. Auch interessant fand ich den Schluss. Ja, der Cetra DAX schloss 96 und der Future noch deutlich höher. Mal gucken, ob man denn wirklich gleich hoch reinkommt, weil die 57, 67 schon einen ersten wichtigen Widerstand darstellt. Der Future war gestern deutlich noch darüber im Schlusskurs. Oder ob man sich doch eher Richtung Cetra DAX orientiert, als gleich schwächer reinkommt. Unterhalb der 67, 57 kann man nämlich erstmal wieder diese Spanne Richtung 6,65 aufmachen. Oberhalb der 67 marschieren, dann wird diese Range wieder nach oben aktiviert. Das könnte vielleicht sogar eine Woche hoch drohen. Denn die Spanne, die jetzt aktiv ist, nach der Bewegung von vorgestern, ist hier dieses Retracement 6,60 Richtung 8, knapp 8,80. Diese Spanne ist aktiv, die 8,80 haben wir noch nicht getestet. Müssen wir nun auch nicht unbedingt testen, kommt drauf an, wie wir reinkommen. Zwischenmarke ist die 67, die 800, was auch sehr interessant ist, habe ich gestern gesehen. Der DAX-Chart von Lang und Schwarz, der Future, der hat hier oben knapp ober der 800 sein GD200. Der wurde nur getestet und wurde gestern auch nochmal getestet. Es ist immer manchmal sehr interessant, wie die Marken der unterschiedlichen Futures doch relevant sind und abgelaufen werden. Da weiß man immer gar nicht, welchen Chart man zuerst schauen soll. Also das ist sehr interessant, dass der GD200 noch intakt ist. Hier ist er leicht gebrochen. Nachhaltigkeit muss geprüft werden. Wenn wir heute nachhaltig runterfallen, ist das ein großes Fehlausbruchsignal. Ne? Wenn wir jetzt wieder unter 6,65 speziell ins Wochenende fallen, hätten wir ein großes Fehlausbruchsignal. Und da würde der Gipfel wahrscheinlich stehen. Dann wäre es das gewesen. Kurz mal rüber geguckt, Fehlausbruch und vorbei, Bullenfalle. Verteidigung auf Wochenschlussbasis bleiben, schließen oberhalb der 660, da können die Bullen nächste Woche nochmal kämpfen. Vielleicht sogar einen Sprung über die 880 zu schaffen. 59 sehr wichtig. Also auf Wochenschluss heute wichtig, nicht nur im US-Markt, sondern auch im DAX. Diese Zone hier, der dünne Anstieg, den sie alleine gemacht hat, die DAX-Bullen, der muss bestätigt werden. Am besten 665 verteidigen. Darunter hätten wir ein großes Fehlausbruchsignal. Gut. Das soll es eigentlich dabei gewesen sein. Wir müssen jetzt wahrscheinlich bis zum Nachmittag erst eher relativ ruhig, bis der US-Arbeitsmarktbericht eintrudelt und dann eben warten auf die Ergebnisse aus China. Das wird der größte Punkt sein. Bis dahin die Range 660, 880 aktiv, Zwischenmarke 830, 800, 760. Dort wird schon relevant. Wo steht der Future? 750, naja, gut, genau in der Mitte. Also unterhalb dieser 257 könnte nochmal erstmal die Range bis zur 660 aktiv sein. Oberhalb kann es eben durchaus nochmal ein Wochenhoch geben. Das sehen wir dann gleich, wenn wir dann in einer halben Stunde in den Cetra-Start gehen und auf tradingportal.net im Trading-Chat dann die ersten Signale abwarten. Wahrscheinlich wird es erstmal langweilig in der ersten Tageshälfte und die zweite Tageshälfte umso interessanter. Mehrmals hatten die ersten Märkte und die GD200 verteidigt. Gestern ganz dünn nochmal aufgekauft. Auf Wochensicht ganz wichtige Signale werden dann nur gebildet, wenn man ins Wochenende mit einem neuen Signal geht. Also Fehlausbruch im DAX oder Bruch der GD200 auf Wochenschlussbasis wäre ein sehr, sehr starkes Signal. Das ist da heute sehr wichtig. Es gibt wichtige Impulsgeber, US-Arbeitsmarktbericht und die Gespräche in China, die das Zünglein an der Waage sein werden für den weiteren Kursverlauf. Irgendwann war es vielleicht zu viel. Wurde der Support vielleicht zu viel getestet? Ich habe Bedenken im US-Markt, habe ich mehrmals gesagt, möchte jetzt nicht nochmal hier ins Detail gehen.
Gut, wir sehen uns dann erstmal gleich im Trading-Chat auf tradingportal.net und können dann gerne weiter diskutieren. Die Meinung, ich habe sie heute Morgen schon etwas gelesen, gehen ja ziemlich weit auseinander. Man haut die 13.600, man haut die 12.000. Ist ja eigentlich fast alles dabei. Mal gucken, was nun wirklich passiert. Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns dann gleich im Chat. Dankeschön, ciao.